Die USA haben sich besorgt über Berichte geäußert, wonach in Syrien durch die russischen Luftangriffe Hunderte von Zivilisten getötet worden seien. Ein Sprecher des US-Außenministeriums sagte, den Berichten von Menschenrechtsorganisationen zufolge seien Kliniken, Schulen und Märkte getroffen worden. Mehr als 130.000 Syrer seien innerhalb weniger Wochen geflohen, die meisten wohl aufgrund des russischen Eingreifens. Außenminister Kerry habe diese Besorgnis in einem Telefonat seinem russischen Amtskollegen Lavrov mitgeteilt. Überraschend deutliche Kritik an Russland aus dem US-Außenministerium. Man sei sehr besorgt über Berichte von Menschenrechtsorganisationen, die von Hunderten ziviler Opfer durch russische Luftangriffe sprechen. Natürlich sind wir tief besorgt, besonders auch deshalb, weil wir einen deutlichen und sehr verstörenden Anstieg von Berichten über zivile Opfer sehen, seitdem die Russen ihre Angriffe gestartet haben. Solange man Assads Fassbomben, Angriffe auf Zivilbevölkerung gleichsetzt mit Amerikas viel gezieltere Angriffe mit Drohnen auf bestimmte Führungspersonen von ISIS, solange man gleichsetzt, und jetzt haben wir gerade wieder Berichterstattung, russische Luftangriffe auf Aleppo in Zivilbereichen, wo keine militärischen Stützpunkte sind, nur Terrorangriffe, weil die Russen auch nicht die Zielgenauigkeit haben und die Drohnen bestimmte Personen zu verfolgen. Aber wichtiger noch, Herr Süleyman, bei Assad und den Russen ist es egal, wie viele Zivilverlusten die haben. Und die Amerikaner wissen jedes Mal, dass ein Hochzeitbombardement in Afghanistan passiert, kommt eine wie Sie und sagen, die Amerikaner und die Russen sind gleich. Aber ich glaube, die meisten Leute in Deutschland sehen das nicht so und sehen Russland als ein Teil des Problems und wünschten eigentlich, dass Amerika in Syrien mehr intervenieren würde und nicht weniger.